Hallo meine lieben Zockis und Zockonauten und alle anderen, die zuschauen, natürlich auch. Ja, einen Abo-Wunsch habe ich zu erfüllen. Der wollte Crystal Ball sehen gegen den Magic Mirror. Glaube ich, habe es mal richtig gemerkt. Wir schauen mal, ob wir endlich mal diesen Jackpot holen. Hier haben wir schöne 2,40 drauf, das lassen wir einfach so, 1,20. Und da machen wir 1 Euro oder machen wir 80 Cent, dann gleicht sich ein bisschen besser aus vielleicht. Oh, oh, jetzt haut mir gleich mein Handy hier ab. Oh, dann muss ich schon mal immer nachjustieren, Leute. Bin auch schon runtergefallen, x-mal von der Klemmung hier am Stativ, aber das passiert halt. Gut, ja, wir fangen an. Gar nicht so viel Blattbank hier noch umschalten. 80 Cent. Ja gut, eine noch ab geht's, Leute. Viel Spaß, hoffen wir endlich mal hier auf den Jackpot. Auf den Jackpot, haben wir hier noch, ach, da sind noch 5 Euro, ich denke. Könnte man ja auch noch reinballern, ne? Ja, außer das Spiel, das erste Ball, das regt mich auch so auf eigentlich, Leute. Unfassbar, wie mich das aufregt, ja. Wenn der Top-Symbole, ich hab da noch nie irgendwas mit einem Top-Symbol als hohes geholt bei dem Spiel. Oh, der gibt, der gibt. Ja, ich bin der Booking.com. Ja, so ist cool, Leute. Ich habe hier noch ein bisschen Geld. Mein schöner Alpha gibt gar nichts. Den habe ich ja vor ein paar Wochen bei meinem Alpha ein neues Spielmodul bekommen. Ihr wisst, deine Löwenmodule sind ja auch kaputtbar. Seitdem habe ich zwar müder Geld reingeschmissen, der hat sich aber noch nicht entschlossen, noch annähernd was zu geben. Also der geizt echt drum, dass ich da wieder was kriege. Ich glaube, da muss ich mal 200, 300, 400 Euro reinhauen, bevor sich da was tut. Alfair. Freispieler müssen natürlich kommen, das ist meine Verpflichtung, meine Anspruch. Ich stelle natürlich kein Video hoch ohne Free Games. Macht ja gar keinen Sinn. Ich hoffe, dass er hier jetzt mal irgendwas reinhaut. Wenn es einen schönen Jackpot gibt. Gold wird mir ja schon reichen. Oh, ein Vierer, schön. Endlich mal getroffen. Das ist übel hier, Leute. Oh, ich habe 10 auf 10. Die Taste ist irgendwie kaputt. Okay, ich habe auch eine super Ausspielung geschafft, super Spiele. 3, 12, naja. Geht's auf 0. Ich lasse mal ein bisschen Geld. Klar, dass der nur auf 12 gehen bleibt. Wo auch sonst. Irgendwie so eine Risikotaste kaputt, habe ich da festgestellt. Das ist mir im anderen im letzten Video schon aufgefallen, die spackt irgendwie rum. Keine Ahnung, irgendwas stimmt da nicht. Ping, ping. Jetzt gib! Eieieiei. Ping, ping. Falschen. Ja, der Magic Mirror ist ja auch so ein Kandidat mit seinen Spiegeln da. Also da haben bestimmt viele schon komplette krasse Sachen erlebt, aber bei mir ist das eher so ein bisschen mau. Das Bällchen, ein Spiegelchen. Ja, das geben sie parallel. Das ist natürlich genau das, was ich sehen will. Ja, genau das, was ich sehen will, Freunde. Lass uns auch parallel loslaufen, ne? Thank you.
Vierer gegen Vierer. Nice. Naja, das ist wieder mein Balli, ne? Boom und keinen einzigen Fünfer oder was. Komm! Ja, richtige Verlängerung ist es nicht, ich weiß. Aber Doppelfreispiel ist ja für das Affel-Abo-Wunsch schon mal nicht schlecht. Auf die Würfel gehen, Leute. 31, 5, 60, naja, nicht besser, ne? Eieiei. Alter Geizos. Kragos. Ja, der Lateiner sagt. Bleibt da auf der XXL stehen. Ich glaube, ich bin. Oh, ich glaube. Vielleicht macht er sich langsam auf. Könnt ihr mal wieder ganz runter spielen und mal auszahlen lassen oder ein bisschen was auszahlen lassen? Hat doch keinen einzigen Jackpot gegeben, oder? Jetzt gibt's kommen. Alter. Bällchen! Bällchen! Na, da gibt manchmal Bällchen, ich habe auch Bällchen. Aber was soll's? Das kommt vor! Ich meine, das sind keine Crystal Balls. Aber man muss sagen, die Parallelbeispiele waren ja schon mal ganz gut. Komm, gib bitte einmal jetzt dieses Gedöns da. Einmal. Ich fange nicht mit der 1, 2 oder 3 an, das wäre schon super. Na, immerhin. War klar. Naja, ein Bronze hat er geholt, ne? Bronze mit 18 Euro, kannst du das gar nicht sagen. So Klarspüler, nicht Klarspüler, wie heißt denn so Glasreihen? Den kann man schön auf die Tasten geben, dann sind die wieder super geschmiert. Also wenn ihr mal ein Geldspiel habt und eure Tasten ein bisschen hackeln, dann könnt ihr die mit ein bisschen einsprühen mit dem Glasreiniger, glaube ich, ist es gewesen. Ich weiß nicht, was Glasreiniger, ja. Könnt ihr die so ein bisschen schmierig machen, das ist echt cool. Dann gehen die wieder wie neu. Wenn man ein altes Gerät da hat, das man herrichtet, sauber macht. Oh, haben wir nochmal viel gehemmt, schön. Dann kann man die damit wieder gängig machen, wenn man das Gerät putzt. Bei mir wird ja jedes Gerät, was reinkommt, komplett sauber gemacht.
Und da gehört das manchmal dazu. Ich meine, wenn die Tasten einfach 1A gehen, dann mache ich natürlich gar nichts. Macht ja keinen Sinn. Amulett. Gutes Symbol. Schauen wir mal, ob Balligeiz zu tragen kommt. Sieht nach Balligeiz aus. Doppelfreispiel ist ja auch ganz nice. Ah, den dritten hätten wir uns aber jetzt schon noch verdient gehabt, ne? Nennen wir es mal zweimal Doppelfreispiele. Ist jetzt nicht ganz so, ich weiß. Bücher! Oh, auch wieder Top-Symbol. 33 Euro, naja. Retrigger! Ah. Retrigger gibt es ein zweites Symbol, ne? Bei dem. Na, Retrigger hat mal gar nichts. Gar nichts. Ah, meine Leute, das ist halt so, gell? Wir kennen das. Hilft nichts. Oh, Ausspiel getroffen. Also, belassen wir es auch. Oh, gehen wir noch die Freispiele? Ja, ich muss am Alpha noch stehen, Leute. Ah, was ist hier los? Prinzessin. Obwohl ich alle Kisten laufen. Oh, schade. Okay, lasst mal's gut sein. Abo, Likes wie immer, meine Leute, meine lieben Zockonauten und Zockis. Freue mich immer über nette Kommentare. Dürft mich auch abonnieren, das tut nicht weh. Ich spiele mir hier jedes Mal den Arsch ab, Leute. Mit meiner Spielo. Habe auch immer wieder Spielgeräte im Verkauf, das wisst ihr ja mittlerweile. Und ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich glaube, so viel wie ich Videos hier hochlade und wie ich hier zocke, habe ich es echt verdient. Und deswegen haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich zocke natürlich weiter, bin ja geisteskrank.